Moin Moin und hallo, damit ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge auf der Walchen. Ja, mit mir ist der Alex Hallo. und ich bin's, wie immer, euer Manu. Ja, Alex, in der vorherigen Folge haben wir ja den Sachverhalt geklärt, diesbezüglich des, ja, wie soll man sagen, Anschlags, ne, Anschlags kann man nun nicht sagen, aber Die der Verwüstung. Sabotage, die bei uns stattgefunden hat. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade dabei, irgendwie alles wieder in die richtige Bahn zu lenken. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt darum kümmern, dass der Radlader da wegkommt, ne? Hast du da irgendwie was organisiert? Hast du da irgendwie ein schweres Gerät oder so? Müsste normalerweise schon auf dem Ding stehen, auf dem Land, Maschinenhandel. Okay. Also könnten wir jetzt rein theoretisch sofort dahin. Kein Thema, machen wir. Alles klar. Ja, wie wollen wir. Ich fahre kurz den Fiat hier beiseite. So, und dann ja, fahren wir einmal hin und dann hoffe ich, dass wir das irgendwie jetzt hinkriegen. Ich habe jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, weil ich ja auch die Tiere später noch versorgen muss, ne? So, ich lasse ihn hier jetzt mal so stehen. So, warte mal, abschließen. Also mir ist jetzt gar nichts mehr sicher hier. Ich muss auf jeden Fall auch in Sicherheitsaspekte investieren, sei es irgendwie Hoftore oder so, dass es eingezäunt wird. Da möchte ich schon irgendwie was machen, ne? Da könntest du mir ja auch irgendwie behilflich sein, irgendwie in Sachen Tore oder so, ne? Bestimmt, Naja, da lässt lass sich erstmal bestimmt was lostuckern. einrichten. Ja, lass erstmal lostuckern. Leg schon mal ein. Oh, du musst mir Schlüssel geben. Ups, ach da. Du, da bitteschön. Ja, Dankeschön. Dass du mir das anvertraust, dass ich fahren darf. Na klar, ich bin ja gut versichert. Ach so, so denkst du also, ne? Gut. Na klar. Ja. Aber ein schönes Display und das alles hier. Wahnsinn, du. Ja, kannst du ein bisschen Geld ansparen. Dann kannst du auch so einkaufen. Was kostet sowas? Oh, Also. keine Ahnung, da müssen wir mal im Büro schauen. Ja, gut. Können wir ja mal im Katalog schauen. Ja, klar. Aber jetzt machen wir erstmal die Borgenaktion von deinem Radlader. Ja, genau, dass das jetzt mal da hinkommt. Ne? Wie wollen wir das machen? Wegen Tieflader? Wir haben ja, wir müssen irgendwie sehen, dass wir den auf den Wagen gedrückt kriegen. Ne? Sie haben da jetzt keinen Tieflader, per zufällig. Ne? Oh, wer ist da denn? Oh, das ist hier. Da müssen wir mal schauen, wie es Oh, warte mal. hinläuft gleich. Ja, steigt mal aus. Oh, der ist am Telefonieren. Hallo? Guten Tag. Hallo, Ach. ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Händler. Wir haben da was organisiert. Ich dachte, wir informieren Sie noch mal ganz kurz. Wir haben ein schweres Gerät gefunden, womit wir das bergen können, das Fahrzeug. Oh ja, das hört sich doch gut an. Soll ich hinterherfahren? Ja, warte mal, bleibt mal so stehen, Leute. Warte mal. da wisst ihr, wie ich das hier jetzt manage immer die ganze Zeit. So, warte mal. Einmal kurz lächeln. Ja, Pete. Grins. Perfekt. Ja, weil das kriege ich nicht wieder. Nein, hat nichts mit euch zu tun. Ich poste so ein bisschen was im Social Media. Und das ist ja, ne, ein schicker Wagen und so. Ach komm, ja, lass direkt mal losfahren. Haben Sie gerade was vor, Herr Hackert, ne? Ja, genau, Herr Hacker, Haben das Sie ist gerade es. was vor oder könnten Nee, Sie uns nee, irgendwie, nee, weil ich ich hab. glaube, das ist ein relativ großer Radlader, ne? Kann das sein? Oh, müsste ein großer sein. Ja, gut. Also, da brauchen wir gut die Straße. Ach so, wäre es möglich irgendwie, dass Sie uns begleiten können, Herr Hackert? Ja, klar, Ja? gar kein Problem. Ich habe Alles klar. gerade schon mit der Seilbahn nachgesprochen. Ach so, Das, okay, und was kam ja, dabei? ja, Ja? ja, nee, sie haben dafür Verständnis und Ach so, schicken keine okay. mehr hoch. Ja, ne Also gut. alles schon im grünen Ja, Bereich. wir fahren sofort los und Sie können Ja, uns ja unauffällig folgen, ne? ich komme hinterher. Alles klar. Ach, echt sympathisch der Herr, ne? Bon. Polizei als Eskorte, sowas hatte ich auch noch nicht. So, Und wann ist immer das erste Mal? das ist so. Da müssen wir uns jetzt auch anständig benehmen, ne? Ja, Darf ich nicht so klar. schnell fahren? Aber Ja, gib wie machen wir das Gas. gleich? Also wir müssen echt schon ein bisschen darauf achten, dass wir den Radlader, nee, ja, später das Fahrzeug dann auch ordentlich sichern. Ne? Ich habe da jetzt immer nicht so viel Wert drauf gelegt.
Aber da schaut die Polizei ja auch schon nach, ne? Nicht, dass es da auch Ärger gibt, ne? Aber ich glaube, er ist relativ nett und sympathisch. Vielleicht hilft es sogar, Spanngurte ranmachen und Kette. Ich will ja natürlich nichts kaputt fahren. Nicht, dass gleich der nächste Sachverhalt geklärt werden muss. Ja, Das wäre so Polizei ein wäre ja bisschen. schon da. Ja, gut. Das ist. Uäh. Eieiei, die Lenkung, ne? Also manchmal. Das ist schon ganz was anderes als im Deutsch, so, ne? Das muss man Da schon ganz ist klar halt sagen. eine, da ist halt eine richtige Serverlenkung verboten, nicht so wie bei deinem. Ja, uäh. Oh, jetzt werden wir beide die Klippe runtergekippt. Eieiei. Ja, aber ist das denn überhaupt erlaubt hier, dass es alles so eng ist? Oder ja, wie läuft das hier? Denke schon. Müssten wir mal bei der Straßenmeisterin nachfragen. Als Ja, dass er Lichtraumprofil. immer so hartnäckig lenkt. Warum fährst du eigentlich nicht? Nein! Oh nein! Was? Ups! Die Polizei hat bestimmt nichts gesehen. Nee. Oh, doch. Ups. Hat er Blaulicht? Nein. Alles in Ordnung. Warte, ich drehe mich mal um. Nicht, dass er meint, wir sollen einhalten. Das war Blau. nix. Oh, er hat Blaulicht eingeschaltet. Oh je, oh je. Naja, nichts passiert. Alles in Ordnung. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt lang hier? Wo ist der Händler? Gute Was? Frage. Jetzt habe ich gerade auch die Orientierung verloren Ja, durch das Schleudertrauma. ja. Bist du mal Achso, gerade aus nein, Norden? wir müssen jetzt noch weiter geradeaus. Eieiei, aua, ich habe mir voll die Rübe gestoßen. Oder sollen wir bei der Polizei nachfragen, ob die den Weg kennen? Ja, ich Warte, glaube, wir sind verkehrt frag mal gefahren. nachfragen. Nein, wir müssen zurück. Oh Mann, nein, wir müssen da rein. Ja, Gott, was soll die Polizei denn nur denken? So, wir müssen auf jeden Fall hier lang. Aber wenn der Max nicht da ist, ne, dann, ach, egal. Ich glaube, wir hätten da oben schon abbiegen müssen eigentlich. Aua. Kriege jetzt voll die Beule hier. Aber naja, so sehen wir auch mal die Gegend hier kennen, ne? Ah, hier muss ja. Hier ist ja Walchen, ne? Steht im Ortsschild schon. Dein Spiegel ist ein bisschen verbogen, kann das sein? Kann sein. Stell ich dir einen Was ist Rechner. hier? Störe. Oh, hallo. Ah, ups. Ne, die will jetzt nicht rüber. Okay. Was Aber ist nette hier? Figur. Oh, hier ist ein Landhandel. Ja, also ihr Fahrrad fand ich auch ganz nett gerade. Nettes Fahrgestell. Kannst du mal irgendwie gucken? Oh, ist hier die Feuerwehr? Oh ja, hier ist die Ja, Feuerwehr. Feuerwehr. Ja. Da ist die Tankstelle. Tankstelle. Brauchst du noch Zigaretten? Nee, wa? Nee, hab noch. Ich glaube, hier geht es gleich rechts hoch. Ja, wir hätten da zwischendurch fahren müssen eigentlich. Hier geht es, glaube ich, hoch. Geht's hoch zum Ich sehe die Händler. Schilder schon. Ja, hier. Du Hier weißt ist doch meine selber, Box. du bist doch hier vom Händler. Eigentlich musst du den Weg doch kennen. Ich habe doch den Händler erst übernommen. Ich Achso. muss mich erst zurechtfinden. Aua. Oh, ich glaube, das gibt mir Beule, Alex. Muss man den Notarzt anrufen? Nein, ich hoffe nicht. Hoffentlich sagt er jetzt nichts dazu. Ja, ich stelle ihn einfach mal hier hin. Oh, passt. Aua. Warte, ich steig aus. Ja. Jetzt. Achso. Hoffentlich sagt er nichts. Aua. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ja, aua. Also war ja ein bisschen schwierig hier mit euch jetzt. Bitte? Was war los? Ich habe nichts bemerkt. Irgendwie, ich glaube, ich bin über ein bisschen Stein gestolpert. Ja, keine Naja. Komplikation, Ja, nur dass ich eine Rübe, eine dicke Rübe habe. Nein, naja, ja, Alex, ich sehe hier keinen Radlader. Habt ihr doch ne? keinen besorgt? Doch, den kleinen. Nee, der kleine. Ah, ich sehe ihn. Andere Seite von der Hand. Ui, ist das eine Maschine. Mit dem sollen wir es machen, ne? Jo. Oha. Probieren wir es Riesiges mal. Gerät. Ja, Schlüssel. Ich glaube, da geht's ein bisschen kurz rein zur Sekretärin und holst den Schlüssel. Mach du mal, ich möchte da jetzt ungern irgendwie.
Aber okay. Ja, das muss jetzt schnell gehen. Mir ist nicht so allzu viel Zeit. Aua. Du, wir sind gerade an der Feuerwehr, Entschuldigung, Herr Hackert. Wir sind ja gerade an der Feuerwehr, da hier vorbeigefahren. Ja, danke. Ja. Nee, die Feuerwehr, die hatte ich auch schon informiert. Ach so, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch einen anderen Einsatz gerade haben. Weiß nicht. Da war mächtig was los hier. Ich glaube, das mit dem Tieflader wird nichts. Ich glaube, da müssen wir ein paar Achse fahren, sowieso schaut. Den Radlader? Ja, das auf jeden Fall. Also, da bricht ja jeder. Also, mein Ballenwagen, der bricht ja in der Mitte durch. So. Können wir es ja so machen: Polizei fährt voraus und ich hinter drei. Als Absicherung. Ja, so können wir es machen. Ich kann ja sagen, wo lang Herr Hackert. Hören Sie mich? Ja. Ja. Gut. Ja. Alex, wie funktioniert das denn jetzt hier, Mensch? Ich kenne mich doch gar nicht aus hier. Ach so. Steck mal den Schlüssel rein, Schlüssel rumdrehen, Motor anschalten. Ah, da. Ist das der? Nee, das ist Licht. Dann hast du auf der rechten Seite einen Hebel, mit dem kannst du den Frontlader bedienen. Ja, das ist klar. Ah, ich muss. Okay. Aber mit Vorsicht zu genießen, ist schon ein Knick länger. Ja, klar. Ja, Herr Hackert, fahren Sie vor. Ja, wir müssen einmal hier entlang fahren. Rechts rum. Fährst hinter mir, Alex, ne? Jupp. Der hier, voll die Steifige, die kenne ich ja nicht mal. Nee, die nächste, wie links. Ich sehe jetzt gerade nicht irgendwie, wegen dem Frontlader. Warte mal. Das war hier rechts. Entschuldigung. Hier rechts. Genau da rechts und dann gleich links. Ja, was? Sie können aber auch nicht fahren hier, ne? So, ja, wir müssen jetzt zügig da hin, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Hier links jetzt. Genau. Die nächste, glaube ich, wieder links. Rechts oder links? Rechts. Rechts, ja. Links ein bisschen orientieren, so. Und dann rechts jetzt. Ja, genau. Boah, der Radlader, ne? Also der ist schon echt geil, also Alex. Geradeaus, immer geradeaus. Schön drauf aufpassen, der ist bloß ausgeliehen. Herr Hackert, haben Sie Blaulicht an? Ja. Ja. Machen Sie mal Sirene an, das muss doch... Das muss Action hier sein. Ja! So ungefähr. Muss doch jeder hören. Ja gut, mach das aus. Mach das aus. So, geradeaus jetzt. Hier. Ah, ich habe immer noch eine dicke Rübe hier. Und gleich rechts. Oh, die Äste hier. Geht das so? Eieiei. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ich hoffe, die vorherigen Folgen, die wir so aufgenommen haben, auch wegen dem Sachverhalt und das alles, kamen gut bei euch an. Wie gesagt, nur mal, noch mal zur Info, wir nehmen sämtliche Videos in Vorproduktion auf. Das heißt, wir können nicht nach jedem Video die Sachen bzw. die Ratschläge und Verbesserungsvorschläge und so weiter nicht direkt im nächsten Video berücksichtigen. Das dauert ein bisschen. Ne? In der Regel nehmen wir am einen Tag, gerade so am Wochenende, auf und dann nehmen wir dann so meistens 3-4 Folgen, je nachdem, wie es aufwendig halt gestaltet wird, auf. Und nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Falls es irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt, könnt ihr das gerne uns mitteilen, indem ihr das einfach im Kommentarbereich schreibt, positiven Feedback in Form eines Daumens nach oben hin, könnt ihr gerne da lassen. Und ja, währenddessen, ich muss mich hier erstmal konzentrieren, hier überhaupt dazwischen fahren zu können. Ich sehe halt auch nichts, ne? Mit dem Arm. Alex, warum muss ich das eigentlich immer fahren, ne? Nur wenn was passiert, dann bin ich auch schuld, oder wie funktioniert das? Ja klar, wenn ich fahre, wieso ist doch Versicherung melden? Ja gut, das ist auch wieder recht. Herr Hackert, einfach die Serpentine folgen nach oben hin, ne? Ups. Ja, nein, geradeaus, rechts, ja.
Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal sehen, dass wir den Wagen hier da wieder aufrecht kriegen. Und dann müssen wir uns den Schaden eben begutachten, ne? Schön, dass die Polizei mit eins auch dabei ist, dann können die auch Fotos machen. Ne? Oh Mann, da können wir es ja so machen. Ein Radlader, wo du gerade fährst, den behältst du dann auf dem Hof, bis deiner wieder läuft. Echt jetzt? Ja, klar. Ja, Brauchst du wohl, gar ich weiß nichts nicht. dafür. Ich glaube, also Brauchst du gar mit nichts. dem Radlader, da kann ich da auch nicht in die Scheune reinfahren. Der ist uns ein bisschen zu groß. Wäre das irgendwie möglich, dass wir uns den Weidemann ausleihen könnten, ne? Könnt ihr Weidemann sei auch. schon, den Kramer da. Wir haben doch Den da kannst du auch. den Kramer, der würde uns persönlich besser gefallen. So, ich meine, klar, wir können den Radlader gerne wieder zurückfahren. Wir können ihn auch erstmal am Hof stehen lassen. Wie gesagt, da muss ich mich um Mittag erstmal um meine Tiere kümmern. Ne? Thema, das reicht auch in ein, zwei Tage noch Ja, zurückstellen. und dann Zurück holen wir bleibt noch. irgendwo vom Feuer stehen. Ist egal, Ja, wenn es ein bisschen aufregend. genau. Hier jetzt einmal links rum, Herr Hackert. Genau, und dann einfach geradeaus. Nee, und dann bringen wir am Nachmittag, bringen wir den Viehtransporter auf jeden Fall nochmal ja, zu ihm. Ne? Oh, ja. Meine Rübe tut weh. Also, ich habe Den mich voll in die Viehtransporter kann gestoßen. sogar ich sogar zur Not holen, wenn ihr jetzt so Engpass habt. Ja, oder so, genau. Das kriegen wir schon hin. Gut, müssen wir oben entlang fahren einmal, ne? Lassen Sie mich eben einmal vor, Herr Hackert. Fahren Sie einmal durch. Genau. Müssen wir einmal hier entlang. Wir können das Gatter ja noch nicht aufmachen wegen den Kühen da, ne? So. Ja, dann hast du irgendwie Ketten bei dir oder sonst irgendwie was? Oder ein Seil, damit wir das irgendwie andocken können? Habe ich jetzt nichts dabei. Hast du irgendwas rumliegen Ja, auf dem wir Hof? müssen sehen, wenn sich der Schaden relativ in Grenzen hält, dann. Uiuiui. Das hat schon geklappt mit der Oberleitung hier, ne? Ja, ne? Hat gut gereicht. Ja. Was mir gerade noch so spontan einfällt, ich wechsle gerne mal die Kameraperspektiven zwischen Innenperspektive und Außenperspektive. Da könnt ihr mir auch gerne mal euren Feedback senden, was ihr persönlich am schönsten findet. Mehr Außenperspektive, Innenperspektive, je nachdem. Das könnt ihr gerne im Kommentarbereich mal mitteilen. Aber ich denke, das wäre jetzt ganz sinnvoll im Außenperspektive hier. Ich muss nämlich von da unten. Besten wäre es, wenn wir den da so. Achso, ich dachte, die Polizei kommt auch mit. Ja. Also den Wagen kriegen wir jetzt sicherlich nicht gestartet. Kannst du irgendwie versuchen, mal reinzuklettern und gucken. Warte, ja, geht gerade so. Oh. Geht das so? Muss ich halt beeilen, bekomme schon Blutstau im Kopf. Ja. Tut mir leid. Herr Hackert, können Sie irgendwie gucken, dass ich die Gabel irgendwie unterm Träger von der Haube kriege? Ja, klar. Ja? Ich sehe nämlich relativ bei diesem Monstrum nichts. Ja, starten kannst du da nichts, ne, Alex? Nein, ne? Warte, ich probier's. Oh, der geht wieder aus. Ja, nee. Steig mal aus. Können Sie mal gucken irgendwie? Oder wer kann auch immer da im Gucken Ja, jetzt? klar. Auf jeden Fall noch runter. Ja. Ja, viel runter, leider kann ich nicht. So? Genau so. Bisschen vor. So? Sieht gut aus. Ja? Probier's mal. Ah! Ich sehe das Blech da. Ja, der schiebt halt nur, ne? Ich. Sehen hoch. Was denn? Ist er auf mit dem Frontlader? Ja. Geht das? Geht nicht. Oh. Nee. Oh. Oho. Nee, ich muss anders anpacken. Nee, warte mal. Warte mal kurz, ich Nee. fahre mit dem Waldrad vorne gegen die Gabel. Nein, Dass nein, es vielleicht nicht nein, nicht, wegrutscht. dass sein Waldrad da noch kaputt geht. Warte. Ja, die Kabine ist sowieso jetzt kaputt. Also. So? Bin ich drunter? Nee, runter, runter. Also, ich sehe das ja nicht. Noch So? ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, jetzt. Jetzt? Ja, genau. Ja, jetzt ist es. Anheben? Jo, Oh, die annehmen. Scheibe! Oh, das. Eieieiei. Das ist jetzt eh gut. Ja. Ah, das ist ein Wrack.
Guck dir das an. Eieieiei. So? Das bedeutet für mich auch Überstunden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Für eine Wochenendearbeit. So, jetzt müssen wir irgendwie, warte mal. Oh, da ist einiges kaputt. Hier, guck mal, die ganze Achse hier. Guck dir das an. Jo. Reifen sehen noch gut aus. Ich versuch mal. Warte kurz, ich mache unter die Schraube auf. Warte mal, dann muss doch irgendwie gehen, wenn man Zündung jetzt anmacht, dann kann man die Hydraulik doch entlasten, oder? Ja. Weiß ich nicht, ob es bei dem ja, geht. Ja, doch. Wow. So. Ja. Probier's nochmal, ob er anspringt. Schau erstmal nach Öl. Ja. Warte mal. Öl müsste gerade so reichen. Ja, ja, ist gut. Wir versuchen es eben. Nee. Der lag halt auf der Seite, ne? Das ganze Öl, das muss erstmal. Ja, ein paar Mal probieren, bis die Benzinleitung auch wieder befüllt ist. Nee. Ah, jetzt! Läuft der? Ja. Boah, ja. Das nenne ich mal eine robuste Maschine. Aber, ja, aber hier, guck, seht ihr den Arm hier? Guck mal, das ist ja alles total verbogen hier. Wahnsinn. Das ist ja alles schief. Ja, aber das bekommen wir wieder hin. Ja? Ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch lohnt. Langsamer fahren. Ja, der ist halt sofort ausgegangen, ne? Also irgendwie. Ja, mit Gefühl Gas geben. Ja, der zeigt ja auch sämtliche Warnings an. Hat er einen Platten vorne links? Wo? Oh ja. Eieieiei. Oh. Ja, gut. Ich versuche erstmal, so weit wie es geht, zu fahren. Oh. Boah. Ich muss jetzt sehen, dass ich nach oben komme. Oh, ja, Vollgas. Ah, die Wiese ist auch richtig matschig, ne, mit den Plattenreifen jetzt so. Polizist, nimmt sie den Waldra. Fahren hinterher. Was? Ja, ich meine, der läuft ja jetzt noch. Also, irgendwas blinkt hier zwar auf jetzt, aber ich möchte ihn jetzt nach oben haben, dass wir den oben aufladen können. Oder schiebt man ein bisschen von hinten, Alex? Kannst du ja. Von hinten mal runtergehen, so? Oh, der Motor stottert. Zieh von hinten so ein bisschen. Man muss unterm Träger gehen, ne? Nicht in die. Tom, jetzt mach! Jetzt. Komm! Weiter! Ja, weiter! Du hast ihn nicht anhalten! So, jetzt schieb! Ja, du darfst mich nicht anheben, ne? Nicht anheben. Sonst kann ich nicht mehr lenken. Ah. Oh. Du bringst mich gleich zum Stehen. Eieiei. Ja, jetzt. Ja. Nein. Nee. Was machst du da? Nee, komm, das. Das wird so nix. Ah, der. Ich setz mich hier auch gleich fest. Wenn das so weitergeht. Warte mal, ich muss. Nein, Alex, lass mal. Ich glaube, ja, hier ist der Untergrund ein bisschen besser. Eigentlich könnte die Polizei doch den Waldrad gleich mit hochnehmen. Ich bin noch nie einen Trecker gefahren. Ist wie Autofahren. Ja. Ich kann es mal sogar probieren. Automatik. Brauchst nicht mal schalten. Ja, ist ja der V6 ist sicherlich auch Automatik, ne? Gut, wir sind jetzt zwar ein bisschen über der Zeit, aber das macht jetzt nichts. Weil das jetzt eben fertig hat. Dass der Radler dann zumindest im oben steht und dann lassen wir den oben beim Missplatz eben einmal stehen. Ne? Und dann müssen wir den irgendwie, ja, im Laufe des Nachmittags oder so mal auf den Trailer kriegen. Den Radler kannst du hier im Missplatz reinfahren. Auf der Seite. Ich lasse den Radlader hier so stehen. Hoppala.
Aber der läuft noch erstaunlich gut. Also ich merke schon, dass da irgendwie was nicht stimmt. So. Ne gut, ja, wir räumen erstmal so weit das Chaos noch auf. Das muss natürlich alles noch geklärt werden mit der Polizei und das. Weiß nicht, wo ist denn Herr Hackert? Naja. Ne gut. Der Waldra hoch. Achso. Ja, ich sag schon mal, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würden uns wahnsinnig freuen und dann würden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.